Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu Rette die Welt, Fortnite, wie auch immer, dem Spiel des Jahres. Für mich ganz, ganz klar. Herzlich willkommen. Wir spielen heute während des Schreiens Suche nach Pop. Dafür könnten mehrere Missionen nötig sein. Das heißt, finde drei Pop-Teile in einer 90+19 Zone, einer erfolgreichen Mission. Das würde ich gerne jetzt tun. Und wir müssen halt Pop-Teile finden. Das Schwierige ist halt einfach, wir machen das sehr schön, wir machen das wieder mit anderen. Das Schwierige ist einfach, finde das Ziel, platziere den Atlas, befestigen und verteidigen. Das Schwierige ist, man muss dafür 3+19 Missionen machen, um dieses eine Ziel halt zu schaffen. Draufgehen, Wolken kalt machen, Bonus-Herausforderung jetzt verfügbar. Ja. Das heißt, wir können natürlich Glück haben und diese Pop-Teile sofort finden, allerdings können wir auch Pech haben und sie nicht finden. So, das Blue-Klo nehme ich mit. Das heißt, auf Wiedersehen. Wir machen das wie folgt. Wenn ich diese Pop-Teile tatsächlich hier in der ersten, zum ersten Mal in dieser Mission finde, dann werde ich die anderen 19er Missionen für mich selber machen. Ja, also man muss ja drei 19er Missionen machen, um diese Pop-Teile zu finden. Ich weiß ja noch gar nicht, wie die aussehen und so weiter und so fort. Das heißt, ich werde dann, wenn ich die Pop-Teile jetzt in dieser Folge finde, natürlich das zeigen. Wenn nicht, wenn ich jetzt nur einen Teil finde und dann muss ich die nächste Mission machen und finde dann zwei, dann werde ich das so zusammenschneiden, dass dieses Level quasi, oder auch, dass das zusammen eine Folge gibt. Was ist denn das? Roboter verquemmt. Oh, ein Pop-Teil habe ich schon gefunden. Sehr gut. Kann ich das vielleicht in Ordnung bringen? Beeil dich bitte! So, und hinter diesem epischen Miniboss, da war noch ein Einkaufswagen irgendwas. Keine Ahnung. Hier oben steht jetzt 0 von 3 gefunden. Das ist wahrscheinlich ein Bug. So, hier ist nichts drin. Hier, der Schutzbunker ist wahrscheinlich leer. Niemand ist da. Genau. So, hier können wir noch ein bisschen Holz durchsuchen. Bekommen wir Holz mit. Hier hau ich mal gerade frei. So. Jetzt müssen wir natürlich vorsichtig sein. Den Hügel durchsuche ich gerne. Hier gehe ich mal wieder lieber auf Knack. Ah. So, jetzt haben wir zwei Pop-Teile gefunden. Monster im Anmarsch. Ja, ja. Dann kommt mal her. Dem jungen Mann helfe ich jetzt mal gerade. Beschütze den Überlebenden. Oh, Vorsicht. Wir müssen vorsichtig sein. Vorsicht! Genau so. So, den haben wir jetzt gerettet. Sehr gut. Die Belohnung nehme ich gerne mit. Eine der Bienen ist nicht dabei, eine der goldenen Bienen. So, wir haben 2 von 3. Da oben die Anzeige ist irgendwie kaputt. Das heißt, wir müssen eigentlich nur noch ein Pop-Teil finden. Wenn ich das jetzt natürlich in dieser Folge finden kann, wäre das fantastisch. Weil das würde einfach bedeuten... So, was ist hier drin? Okay. Eine Impulsgranate gefunden. Dann könnte ich die anderen 19er Missionen einfach nur so für mich zum Spaß machen. Just für Just und Dollerei. Huch. Vorsicht. Aber das werden wir ja noch sehen. So. Dann laufe ich mal hier lang. Das war komisches Wasser. Was ist das? Hä? Bestimmt ein Grafikfehler. Während des Schreiens Pop-Teile gefunden. Kann diese Anzeige vielleicht auch mal noch weggehen? Das wäre sehr schön. So, Schrauben haben wir gefunden. Den Atlas hat noch niemand gefunden. Platziere den Atlas schnell. Schnell, da ist nichts. Da unten ist Blue-Glow. 50% der Karte wurde aufgedeckt. So, hier ist nochmal eine Truhe. Jetzt bin ich gespannt, ob das eine echte ist. Nein, es ist ein Imitator. Au! Au! Schon hat er mir ein Schild runtergeschossen. Den haben wir. Den Imitator. Du hörst einen Überlebenden in der Nähe. So, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder Sachen liegen lassen. So, der ist weg. Hier ist noch eine Truhe. Das wird wahrscheinlich da... Genau, das wird eine echte sein. Hier halten wir jede Menge Materialien, die wir alle mitnehmen können, Gott sei Dank.
gar kein Problem. Aber wie gesagt, das eine Popteil fehlt mir noch. Das heißt, das werde ich dann nachher zusammenschneiden, auf jeden Fall. Oh, da hat jemand das Spiel verlassen. War das Absicht? Wir nehmen Schaden. Sehr gut, sehr gut. Ich komme nicht durch die Kindersicherung am Reaktorkern. Da bist du. Minenstöcke fehlen noch. So, da wollen wir ihm mal ein bisschen unterstützend helfen. Leichte. Bauen hier mal so ein paar Materialien nieder. Dass wir auch vielleicht hier Fallen platzieren können. Die Monster kommen von da. Dann werde ich, glaube ich, hier eine Falle platzieren. So, Bodenstacheln. Das ist immerhin ein normales, ein neutrales Mittel. So, da hinten hat es noch Leute gekostet. Sturmfanatiker! Ich muss jetzt gucken, ob die vielleicht irgendwas noch fallen lassen. Und mit fallen lassen meine ich halt die Bienen. So, die laufen da lang. Der was fallen? Ja. Da ist ein Ausrufezeichen. Da ist die Biene. Ich sehe sie von hier aus. Hier mit. 10. 10 von 15. Vielleicht haben wir noch die Chance, das voll zu bekommen. Das wäre geil. So, wegen mir können wir. Warte. Schreib mal gerade rein. Ready? Bin ja gespannt, ob der jetzt aktiviert wird. Sehr gut. Aktivierung in 5 Sekunden. Sehr gut. Du schaffst es, Kommandant. Verteidige den Anlass 8 Minuten lang. Also, du nimmst erstmal eine Auszeit. So, dann muss ich mal gerade ein bisschen Munition. 300 Schuss, das muss reichen. Volle Magazine. Volle Magazine. Nein, ich muss erst noch nachladen. Oh. Scheiße, Vorsicht. Okay, sie hat sich wieder. Eine Minute noch. Wir haben noch einen vierten Spieler dazu bekommen, sehe ich gerade. Alter! Alter, wie der abgeht. Maliakus. So, reparieren.
gemacht, Kommandant. Yes! Sieg geschafft. Blue Glow erfolgreich verteidigt. Keinen Schaden genommen. Sehr schön. Bekämpfe den Sturm. Atlas abgeschlossen. So, jetzt bin ich gespannt, was wir erhalten. Kommandanten-EP. Da werden wir wieder einen Fähigkeitspunkt erhalten. Zwei Fähigkeitspunkte. Nochmal zwei. Sehr schön. 1 Million erworbene EP. Jetzt bin ich gespannt, zu welcher Truhe es reichen wird. Sturm. Naja. Bis zu 4. Okay, alles klar. Beute Level 4. Fortsetzen. Spannend. Jetzt bin ich gespannt, was für Belohnungen wir erhalten werden. Pass auf, wir haben Missionsbelohnungen. Beute Level 4. Ja, hier so jede Menge tolle Sachen. Okay. Dann fleißig wie die Bienen. Sehr schön. Das war die 15 Bienenstöcke. 100 V-Bucks. Sehr schön. Und Belohnung für Erhöhung der Schwierigkeit. 27 Gold. So, das war's. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, ich werde das so zusammenschneiden, dass es nachher eine normale Folge gibt. Wir machen jetzt die nächste 19er Mission. Dankeschön. Bis gleich. Tschüss. So, gute Nachrichten. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Ich habe einen Dradaturm gebaut. Mega geil. Guck mal. Hier habe ich alles geschafft. Hier kann ich reinmachen. Sehr gut. Deponiere 3 Blublo. Warum das? So, wenn es eine gute Nachricht gibt, gibt es auch eine schlechte Nachricht. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch zeige, wie wir das letzte Popteil finden. Aber die Tragödie ist, ich habe vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Es ist so bitter. Es ist einfach so bitter. Ich kann nichts dafür. Es tut mir wahnsinnig leid. Hier, ich habe dieses Wunder... Oh, dort das Geschenk müssen wir uns noch schnell holen. Oh, ich habe so einen schönen Turm gebaut. Guck mal, den habe ich ganz alleine gebaut. Ganz alleine. Maximale Baue das Radarraster. So geil. Nice. Ich glaube, ich habe fast 500 Holz dafür verballert. Aber ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken, als ich das letzte Popteil gefunden habe. Aber egal, wir haben es geschafft, Gott sei Dank. Das heißt, ich kann das jetzt hier sehr gut zeigen. So, perfekt. Wir haben es geschafft. Baue das Radar. Blankerton 19. Das letzte Popteil gefunden. Das heißt, wir haben diese Mission gemeinsam geschafft. Yeah. Nice. So, Kommandanten-EP, tägliche Bonus-EP, alles täglich Bonus, EP-Bonus, Fertigkeit-Bonus, Bonus-Bonus. So. Beute-Level 2, Beute-Level 3, Beute-Level 4, Beute-Level 4, Beute-Level 5, Gefechtsabzeichen, Bauabzeichen und Geräteabzeichen in Silber macht ein Beute-Level 5. Sehr gut. Und dann gehen wir mal zurück zur Heimatbasis und schauen uns noch die Geschenke an. Die Geschenke. Ach, ich bin so ein Jockel, dass ich es vergessen habe. So im Eifer des Gefechts. Blockbuster. Finale demnächst. Holt's im Gegenschlag gegen das Unbekannte aus. Im epischen Abschluss der Blockbuster-Quadrilogie. So, diesen Konstrukteur. Komischer Typ. So, Beute Level 5. Ah, überleben EP, Skizzen EP, Gold und Anhänger, was auch immer das Anhänger soll. So, das haben wir geschafft. Tägliche Vorstadtaufklärung. Oh, 50 V-Bucks, die nehme ich gerne. Und tägliche Münzen. Und wir halten während des Schreins. Er ist wieder in einem Stück. Und jetzt müssen wir wohl nur noch warten. Ich konnte Daten von Pops letzter Stunde bergen. Hier, Sie selbst. Ich spreche mit einer Blechbüchse. Aber wenn du das hörst, es gibt Gerüchte, dass Dr. Winderman in Plankerton ist. Man sagt, dass er ein geheimes Labor hat und dort an etwas Großem arbeitet. Etwas, womit die ganze Sache für uns doch noch gut verlaufen kann. Ich muss los. Wenn du den Kleinen triffst, solltest du wissen, dass er mein Leben gerettet hat. Ich habe mal eine Frage. Wie kann ich... Pass auf, bevor das kannst... Bevor wir beide mit der Weltrettung begonnen haben, habe ich an Dr. Windermans Projekt zur Sturmabwehr mitgearbeitet. Ich war so eine Mischung aus Assistent, Berater und so weiter. Also unter uns. Für mich klang das Projekt zur Sturmabwehr wieder blanke Wahnsinn. Aber ich habe ihm vertraut. Gut, dass wir das durchgezogen haben. Mit dem Sturm hatte er recht.
Als wir in Plankerton angekommen sind, habe ich einen Teil einer Update-Datei erhalten. Ich glaube, das ist von ihm. Ich brauche den Rest der Datei. Falls Dr. Winderman das Projekt zur Heimatbasisverteidigung wieder startet, müssen wir bereit sein. So, baue Radartürme, um die fehlende Update-Datei zu finden. Schließe eine Radar-Raster-Mission in einer Plus-19-Zone ab. Haben wir gerade gemacht. Blöd, dass es jetzt nicht gepasst hat. Aber ich habe eine Frage. Pass auf, Einheiten. Wie bekomme ich diese beiden noch, die letzten drei noch frei? Ich weiß, dass man ein Steinwald, Sturmschild, Verteidigung Level 6 gemacht hat. Und dann, man muss Level 7 machen, um die beiden frei zu bekommen. Aber wie bekomme ich auf der Karte hier auswählen? Wie bekomme ich da, hier, 7 raus? Schildstärke 7. Muss ich da einfach die Mission nochmal machen und dann... Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Bitte schreibt mir das mal in die Kommentare, das wäre sehr geil. Wir machen mal noch Folgendes. Wir öffnen mal das Mini-Belohnungslama. Leise lamentierende Lamas lackieren. Okay. Drei Stunden später. Kriege ich das irgendwie weg? Nö. Vielleicht das Spiel gerade wieder hat sich aufgehangen. Egal. Da wird eh nicht viel Besonderes drin sein. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Für diese Folge heute haben wir die Pop-Teile gefunden. Yes. Nächstes Mal geht's im Plankerton weiter. Bleibt mal dran weiter. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Ciao. Und ach so, vergesst nicht zu abonnieren. Danke.